Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind, glaube ich, jetzt fast vollständig und beginnen jetzt auch, damit wir keinen weiteren Zeitverzug haben. Ja, ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute zu dem vierten Webinar in 2022. Und es ist tatsächlich das 20. Webinar, seit wir das 2020 im April eingeführt haben. Also wirklich ein kleines Jubiläum. Freuen wir uns sehr drüber. Es ist ja der neue Weg, um jetzt mit Ihnen als Interessenten und Kunden weiter in Kontakt zu bleiben, Sie weiter über mögliche neue Entwicklungen im SAP-Bereich zu informieren. Und das jetzt mittlerweile zum 20. Mal. Mein Name, ganz kurz zur Vorstellung, ist Dirk Schneider. Bin seit 2013 bei der BITEC Vertriebsleiter Prokurist und verantwortlich mit meiner Mannschaft für diese komplette Webinar- und Seminarreihe. Wir haben ja immer ein Jahresmotto, was wir definieren. Dieses Jahr ist es das Thema S/4HANA ausreizen, Cloud-Potenziale nutzen. Das ist eine Fortführung der vorherigen Jahresmotti, die wir hatten und die sich komplett auf den Bereich S/4HANA beziehen. Dieses Jahr haben wir mittlerweile schon drei Webinare durchgeführt, eine Keynote, die die Thematik eingeführt hat und dann zwei weitere Webinare, einmal zum Thema Customer Vendor Integration und einmal zum Thema Custom Code Migration. Was wir heute machen, ist ein bisschen was anderes. Heute gehen wir mal mehr in die Praxis zum Thema Retourenmanagement, zum Thema Advanced Returns Management. Dazu wird Ihnen gleich unsere Gastgeberin, darf man ruhig so sagen, ist die Frau Caroline Kohlberg, die bei uns SAP-Beraterin ist, im Bereich Business Consulting in die Thematik einführen. Das Business Consulting Team bei uns ist zuständig vor allen Dingen für das Thema Prozess- und Modulberatung. So, genug der Vorrede, genug geredet. Jetzt geht die Frau Kohlberg in die Bütt, ja, und wünsche Ihnen viel Spaß, viele Informationen, vielleicht auch die eine oder andere Rückfrage. Und ansonsten, übergebe ich jetzt mal an die Frau Kohlberg. Ja, hallo, mein Name ist Caroline Kohlberg. Ich bin hier bei der BITEC Teil des Business Consulting Teams. Sie kennen mich vielleicht schon aus dem letzten Webinar, beziehungsweise dem vorletzten, der Customer Vendor Integration. Das Thema war relativ technisch und heute werden wir uns dann eher mit einem praktischeren Thema und einer Prozesssicht beschäftigen, und zwar mit der Retourenabwicklung im SAP-System. So, das Thema reiht sich ein, wie der Herr Schneider gerade schon gesagt hat, in unsere Webinarreihe S/4HANA ausreizen, Cloud-Potenziale nutzen. Und jetzt ist es so, dass die erweiterte Retourenabwicklung im SAP-System nicht wirklich neu in S/4HANA ist, aber es gab mit der Zeit viele Neuerungen und wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Kunden sich die erweiterte Retourenabwicklung vielleicht vor Jahren mal angesehen haben und dann festgestellt haben, okay, das wird unseren Anforderungen nicht gerecht oder die Möglichkeiten sind einfach nicht weitreichend genug, dass wir unsere Prozesse damit abwickeln können, und haben das Thema dann direkt beiseite gelegt. Es gab es aber mit der Zeit viele Neuerungen und wir würden diese jetzt die Chance gerne nutzen, um sie auf den neuesten Stand zu bringen und Ihnen zu zeigen, was mittlerweile mit der erweiterten Retourenabwicklung im S/4HANA-System auch möglich ist. Ja, kommen wir erstmal zu ein paar allgemeinen Fakten, bevor ich dann auch in eine Demo einsteigen werde. In Deutschland ist es so, wir sind führend bei Retouren. Das liegt vor allem daran, dass es in Deutschland so ist, dass die Bedingungen für die Retourenabwicklung bzw. um Retouren zurückzuschicken relativ kundengünstig sind. Das heißt, oftmals ist der Rückversand kostenlos und dementsprechend sind auch die Retourenquoten relativ hoch. Man muss sagen, im Ausland ist das häufig nicht so, sondern da ist Deutschland wirklich führend. Und dann ist aber auch nochmal so, dass die Retourenquote an sich stark abhängig ist von Gütern und auch von Kunden. Heißt beispielsweise in der Fashion-Industrie haben wir eine viel höhere Retourenquote als zum Beispiel bei Haushaltswaren. Und dann hängt das Ganze noch vom Kunden ab, also im B2B-Bereich verhält sich das auch nochmal anders als im B2C-Bereich. Jetzt ist es so, die Kosten bei einer Retoure, die setzen sich zusammen aus den Prozesskosten und aus dem Werteverlust, der sich ergeben kann, wenn beispielsweise die Retoure beschädigt zurückkommt oder sie eben generell nicht mehr als A-Ware verkauft werden kann. Die Prozesskosten, die entstehen hauptsächlich durch Personalkosten, die eben bei der Abwicklung von dieser Retoure entstehen, und die liegen in Deutschland im Schnitt bei ungefähr 7,93 Euro pro Retoure. Wobei man auch da sagen muss, das ist abhängig von der Größe des Unternehmens. Also wenn jetzt ein Unternehmen weniger als 10.000 Retouren im Jahr abwickelt, dann beläuft sich der Wert schon wieder auf 17,70 Euro pro Retoure. Und da kann man auch sehen, wie stark die Prozesskosten dann ins Gewicht fallen. Denn der Werteverlust, der ist bei den großen, bei den kleinen Unternehmen ungefähr gleich. Das heißt, das entfällt wirklich auf diese Prozesskosten und auf die Abwicklung der Retoure. Genau deswegen ist es jetzt auch so wichtig, mal zu zeigen, wie man so einen Prozess reibungslos abwickeln kann.
Ja, schauen wir uns einmal an, was denn tatsächlich mit den Retouren passiert, wenn die zurück ins Unternehmen kommen. Man muss sagen, die Studienlage, die ist relativ dünn zu dem Thema, vor allem was A-Ware angeht, weil natürlich die Unternehmen auch ungern zugeben würden, wenn sie jetzt beispielsweise neue Ware verschrotten würden. Was es aber gibt, sind Studien zu Retouren, die keine A-Ware sind. Hier habe ich mal eine Grafik mitgebracht, wo man auch erkennen kann, was dann genau mit den Retouren passiert. Und 55% der befragten Unternehmen gaben an, dass tatsächlich die Retoure verschrottet wird, beziehungsweise entsorgt oder recycelt. Ja, dicht dahinter sind mit 50% die Zweitvermarktung an Restekäufer. Und wir haben außerdem die Möglichkeit, das ins Outlet zu geben oder zu spenden. Oder auch eine Lieferantenretoure zu machen. Das ist dann der Fall, wenn wir etwas einkaufen und so an den Kunden weiterverkaufen, also Handelsware, und dann davon ausgehen, dass das Produkt vorher schon beschädigt war und wir es eben an unseren Lieferanten zurückschicken. Dann gibt es die Möglichkeit, das ans Personal zu verkaufen. Und nur 13% der befragten Unternehmen gaben an, dass die Retoure oder beziehungsweise eine Beschädigung dem Kunden in Rechnung stellen. So, was machen wir jetzt mit diesen ganzen Zahlen? Es ist so, diese Fälle, die gibt es in der Praxis und jetzt müssen wir auch schauen, wie bringen wir das ins SAP-System. Das heißt, alles, was wir hier jetzt sehen, muss auch über das System abgewickelt werden können. Und auf den einen oder anderen Fall werde ich dann gleich in der Live-Demo auch mal eingehen und zeigen, wie man sowas eben gestalten kann. Ja, schauen wir uns die Retourenabwicklung in der Praxis einmal an. In der Regel ist es so, dass der Fokus auf dem Warenausgang liegt. Das heißt, wir haben unser Lager und wir haben unseren Kunden und alles ist darauf ausgelegt, dass die Ware möglichst schnell zum Kunden kommt. Jetzt haben wir den Retourenprozess, das ist quasi eine Rückabwicklung dieses Prozesses und das führt häufig vor allem im Lager dann zu Störungen, weil das eben dazwischen kommt. Ja, und dann kommt da noch dazu, dass es bei der Retoure so ist, die muss geprüft werden, wenn sie zurück ins Lager kommt, auf Beschädigung und wir sind in dem Moment auch noch abhängig vom Kunden. Das heißt, wenn vorher nicht vereinbart wurde, was mit der Retoure passiert, wenn wir beispielsweise nicht erstatten würden, weil wir zum Schluss kommen würden, der Kunde war selber schuld, er hat das Produkt beschädigt, dann müssen wir immer warten auf die Rückmeldung vom Kunden, was damit jetzt passieren soll. Und genauso lange liegt das dann auch bei uns im Lager. Und dadurch, dass das auch den Prozess dann stören kann, entscheiden sich viele Unternehmen für die Vernichtung der Retouren oder auch für eine Auslagerung. Ja, und hierzu sei auch nochmal gesagt, wenn es dann eben zu solchen Störungen kommt, dann entstehen natürlich auch Opportunitätskosten. Und diese fallen dann noch zusätzlich zu diesen Prozesskosten bei der Retoure an. Ja, ich würde gerne einmal noch auf die Bedeutung des Retourenprozesses eingehen, da es tatsächlich häufig so ist, dass der Retourenprozess in Unternehmen eher vernachlässigt wird. Dabei kann die Retourenabwicklung große Auswirkungen auf den Gewinn haben. Ich habe vorhin schon mal die Kosten gezeigt, die entstehen können. Die können natürlich den Gewinn schmälern und große Auswirkungen haben. Ja, des Weiteren ist es so, dass das Retourenmanagement ein wichtiges Instrument der Kundenbindung ist. Das ist vor allem deswegen so, weil wir im Zeitalter der Digitalisierung vielleicht nicht mehr die vielen Berührungspunkte, also diese Touchpoints zum Kunden haben und dann jeden Touchpoint, den wir haben, auch aktiv nutzen müssen. Also die meisten Unternehmen nutzen das natürlich, um möglichst ein positives Erlebnis beim Kunden zu verursachen und da in Kontakt zu treten. Allerdings muss man sagen, das ist auch eine strategische Entscheidung. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, die gestalten den Retourenprozess bzw. die Abwicklung für den Kunden so kompliziert wie möglich, um die Retourenquote gering zu halten. Aber das ist in dem Moment einfach eine strategische Entscheidung. Ja, des Weiteren ist es aber auch so, dass der reibungslose Prozessablauf in Zeiten von Industrie 4.0 vor allem im B2B-Bereich wichtiger ist denn je. Grund dafür ist vor allem die Konzentration, die liegt im Bereich Industrie 4.0 vor allem auf der wertschöpfenden Tätigkeit. Und alle Prozesse, die da drum herum passieren, die müssen einfach laufen, die müssen optimiert werden. Und dann ist es auch noch so, dass die Kundenbedürfnisse und die Kundenerwartungen hoch sind und sich auch ständig ändern. Also wir leben in einer Unternehmensumwelt, die sich ja sehr schnell ändert und die Unternehmen müssen darauf eben flexibel reagieren können. Und das hat zur Folge, dass die Prozesse auch so flexibel sein müssen, dass wir eben auf diese Sachen reagieren können. Und wenn wir flexible Prozesse haben, müssen wir die auch ins System, in dem Fall in unser SAP-System, bringen. Und das muss dem Ganzen auch gerecht werden. So, jetzt schauen wir uns aber mal tatsächlich die erweiterte Retourenabwicklung im SAP-System an, beziehungsweise die Geschäftsvorfälle, die wir damit abwickeln können. Wir haben hier links auf der Seite einmal die Kundenretouren und rechts die Lieferantenretouren. Häufig bei der Retourenabwicklung spricht man von den Kundenretouren. Das kann zum einen sein, dass der Kunde wirklich in die Filiale geht und da vor Ort seine Retoure zurückgibt.
Es kann aber auch so sein, dass der Kunde das zu uns ins Lager schickt per Paket und das dann so bei uns ankommt. Demgegenüber steht die Lieferantenretoure. Das ist dann der Fall, wenn wir tatsächlich von uns aus dem Lager etwas zu unserem Lieferanten zurückschicken. Beispielsweise, wenn wir eine fehlerhafte Lieferung erhalten haben von unserem Lieferanten und diese dort retournieren müssen. Jetzt gibt es einen Sonderfall, und zwar, wenn der Kunde seine Retoure direkt zu unserem Lieferanten schickt. Das ist dann der Fall, wenn wir, ich habe es eben schon mal angesprochen, Handelsware haben, die wir selbst einkaufen und so wieder verkaufen. Da muss man natürlich nicht den Umweg gehen, dass der Kunde das zuerst zu uns ins Lager schickt und wir direkt dann zum Lieferanten, sondern der Kunde schickt es direkt zu unserem Lieferanten. Auch das kann im SAP-System abgebildet werden. So, in diesem Webinar werde ich mich aber hauptsächlich auf diesen Prozess hier konzentrieren, dass der Kunde etwas zu uns ins Lager schickt und dann eben auch auf die Folgeprozesse, die sich daraus ergeben. Ja, ich werde jetzt anhand einer Demo veranschaulichen, was es so für Möglichkeiten gibt, um die Retourenabwicklung im SAP-System zu nutzen. Das Ganze mache ich anhand eines Best-Practice-Prozesses, der so von der SAP vorgegeben ist für eine Kundenretoure. Ja, und hierzu sei erstmal gesagt, das ist eine Best-Practice-Lösung. Das heißt, man muss nicht alles genauso machen, wie es von der SAP vorgesehen ist. Man kann natürlich auch den einen oder anderen Schnitt anders gestalten. Und dann ist es noch so, wir nutzen hier das MM-Lager. Das heißt, wir haben jetzt in dem Fall an unserem Testsystem, in dem ich das zeigen werde, kein EWM angebunden, also ein Extended Warehouse Management. Aber auch das ist natürlich möglich. Viele Kunden haben das im Einsatz. Aber da werden wir in einem separaten Webinar nochmal drauf eingehen, wie man sowas dann darstellen kann. Ja, und als nächstes noch, ich werde die Abwicklung in SAP Fiori zeigen, das heißt in der Web-Oberfläche vom SAP-System. Das Ganze ist natürlich auch über die SAP GUI abwickelbar, aber ich möchte ja heute auf die Möglichkeiten eingehen, die eben das SAP-System bietet. Und da ist die Abwicklung über Fiori um einiges unkomplizierter und auch userfreundlicher. Ja, noch eine kleine Anmerkung. Viele Unternehmen haben ja bestimmte Prozessschritte ausgelagert und auch das lässt sich abbilden. Das funktioniert dann hauptsächlich über Schnittstellen und dann können wiederum die anderen Prozessschritte trotzdem über die erweiterte Retourenabwicklung im System abgewickelt werden. Ja, der Prozess, der beginnt mit dem Anruf beispielsweise des Kunden, der sagt, er möchte eine Retoure zurückschicken, also er möchte eine Retoure aufgeben. Und deswegen wird dann ein Retourenauftrag im System angelegt. Das Ganze erfolgt laut der Best-Practice-Lösung von einem Sachbearbeiter für Retouren und Rückerstattung. Natürlich kann das auch jemand anderes machen, je nachdem, wie das im Unternehmen eben verteilt ist, die Aufgaben. Ja, dafür wird die Fiori-App Kundenretouren verwalten genutzt. Die werde ich dann auch gleich zeigen. Und dort wird ein Retourengrund, Rückerstattungsdetails und eine Folgeaktion ausgewählt, was als nächstes mit dem Produkt passiert. Eine kleine Sache, die man hier noch hinzufügen kann, ist, dass man Anlagen an den Retourenauftrag anhängen kann. Das heißt, ich kann beispielsweise ein PDF noch hochladen, das ist dann direkt am Retourenauftrag dran. Oder wenn mir ein Kunde vielleicht ein Bild geschickt hat von einer Beschädigung, dann kann ich das auch direkt dort hochladen und ein anderer Mitarbeiter kann sich das dann auch direkt über diesen Retourenauftrag aufrufen. Ja, das Ganze werde ich jetzt einmal im System live zeigen. So, es handelt sich hier um ein Testsystem, um ein S/4HANA-System und wir sind hier direkt in der App Kundenretouren verwalten. Die Apps sind alle relativ ähnlich aufgebaut. Wir haben hier oben einen Filter und dann hier unten haben wir in diesem Fall die Kundenretouren, die bereits abgewickelt wurden. Das heißt, das hier sind alles Retourenaufträge und wir wollen aber einen neuen Retourenauftrag anlegen. Deswegen klicken wir hier einmal auf Anlegen und kommen dann in die neue Fiori-App Kundenretoure mit Bezug anlegen. Und wir sehen auch hier, wir haben bestimmte Filter, nach denen wir filtern können. Und hier unten sind die Referenzbelege, zu denen wir zumindest rein theoretisch eine Kundenretoure anlegen können. Und wenn ich jetzt hier einmal auf Start drücke, dann werden alle Referenzbelege, die möglich sind, angezeigt. Das sind vor allem Rechnungen oder Terminaufträge, weil zu denen wird hauptsächlich dann die Retoure angelegt. Das kann aber auch nochmal separat eingestellt werden. So, wir sehen, das sind jetzt schon ziemlich viele, also über 7000 Stück in diesem Testsystem und zu denen könnten wir jetzt eine Retoure anlegen. So, in diesem Fall werde ich das jetzt zu der 4635 tun, dafür muss ich einfach nur hier hinten auf Anlegen klicken. Dann erscheint hier auch schon ein Pop-up, in dem ich verschiedene Sachen auswählen kann. Als erstes die Kundenretourenart. Hier kann ich unterscheiden zwischen der beschleunigten Retoure und der erweiterten Retoure.
Der Unterschied, der besteht grundsätzlich darin, dass bei der beschleunigten Retoure die Folgebelege automatisch erzeugt werden können vom System. Zum Beispiel im nächsten Schritt dann die Anlieferung. Bei der erweiterten Retoure ist es so, dass diese Belege nicht automatisch angelegt werden vom System und das müsste dann alles manuell passieren. Dadurch, dass ich aber heute vor allem auf die Möglichkeiten eingehen möchte, die eben das System bietet, werde ich die beschleunigte Retoure nutzen, um mal zu zeigen, was dann da auch automatisch vom System passieren kann. Ja, als nächstes wird ein Retourengrund ausgewählt, wobei man hier jetzt sagen muss, wenn ich den an dieser Stelle auswähle, dann gilt er erstmal für jede Position, das heißt für jedes Material, was wir in diesem grundlegenden Auftrag haben. Und im nächsten Schritt kann ich dann nochmal separat für jedes Material einstellen, ob das vielleicht einen anderen Retourengrund hat. Ich würde jetzt an der Stelle erstmal sagen, das Produkt ist defekt. So, und jetzt sehe ich hier meine beiden Positionen. Also ich habe zwei Handelswaren, die in diesem Auftrag waren und habe hier einmal die retournierbare Menge und dann die ursprüngliche Menge. Also so, in diesem Fall sind die jetzt identisch, aber es kann auch sein, dass die retournierbare Menge niedriger ist als die ursprüngliche Menge. Wenn das so ist, dann ist das meistens darauf zurückzuführen, dass der Kunde schon mal retourniert hat. Wenn jetzt hier beispielsweise 10 Stück stehen würden, dann könnte man davon ausgehen, dass der Kunde bereits 5 Stück retourniert hat. So, jetzt kann ich hier die Menge eingeben, die der Kunde zurückschicken möchte, was er uns mitteilt. Und dann würde ich jetzt in dem Fall einfach mal sagen, der Kunde möchte hier von 10 Stück zurückschicken und hier von 1. So, dann hier mit dem Klick auf Anlegen werde ich auch schon den Retourenauftrag komplett anlegen. Wir werden das jetzt hier gleich sehen. Wir haben schon eine Belegnummer, das heißt, der Auftrag, der ist auch schon im System und kann jetzt hier nochmal ein paar Einzelheiten auswählen. Als erstes den Retourenauftragsgrund, das ist in dem Fall die beschleunigte Retoure. Dann sehe ich auch hier nochmal die Kundenreturnposition. Ich könnte schon nochmal die Menge anpassen, wenn ich möchte. Und hier würde ich jetzt einmal auf die Rückerstattungsdetails eingehen. Ich kann hier auswählen zwischen Gutschrift und Ersatzprodukt. Das heißt, wenn ich mit dem Kunden direkt abspreche, er möchte ein Ersatzprodukt haben, da kann ich direkt von hier aus auf die Ersatzlieferung veranlassen. Das heißt, ich würde das hier auswählen, es wird gar nicht zu einer Gutschrift kommen, denn der Kunde wird ja mit einem Produkt entschädigt. Dann würde auch direkt die Auslieferung angelegt werden für dieses Ersatzprodukt. In unserem Beispiel wollen wir aber mal bei der Gutschrift bleiben, in beiden Fällen. Und hier sagt der Kunde, das Produkt ist defekt. Und hier würde der Kunde sagen, das Produkt ist beschädigt. So, jetzt kann man hier noch auswählen, was mit der Rückerstattung passieren soll, also beziehungsweise wann das passieren soll. Wir können sagen, später entscheiden. Oder wir könnten von hier aus auch direkt eine Gutschriftsanforderung anlegen lassen vom System oder direkt auch die Gutschrift. Jetzt ist es in unserem Fall aber so, wir haben die Retoure ja noch gar nicht. Der Kunde hat es gerade angekündigt, dass er zurückschicken möchte und der Rückversand, der wird im nächsten Schritt stattfinden. Das heißt, wir können jetzt noch gar nicht wissen, schickt der Kunde wirklich so viel zurück oder ist das wirklich beschädigt oder ist es vielleicht so stark beschädigt, dass wir es gar nicht zurücknehmen. Und deswegen werde ich jetzt hier bei beiden Auswählen später entscheiden. Jetzt ist hier hinten die Folgeaktion zu sehen. Das ist im Prinzip das, was wir erwarten, was als nächstes passiert. Die kann man hier oben anpassen. Wir haben jetzt für beide ausgewählt standardmäßig Eingang in Werk. Das heißt, wir erwarten, der nächste Schritt wird sein, das wird bei uns im Werk eintreffen. Jetzt gibt es aber noch andere Möglichkeiten, die man wählen kann. Zum Beispiel sofort in frei verfügbaren Bestand übernehmen oder sofort in Ausschuss übernehmen. Wenn wir das auswählen würden, dann gehen wir davon aus, dass die Retoure schon da ist. Das heißt, wir haben das Produkt bei uns und wir haben auch eventuell schon eine Inspektion gemacht, sonst könnten wir ja gar nicht entscheiden, ob wir es wirklich in den frei verfügbaren Bestand übernehmen können oder in den Ausschuss. Ich klicke das jetzt einmal an, um das auch zu zeigen. Hier ist direkt das Häkchen gefüllt für Produkt erhalten und ich könnte auch hier schon die Inspektionsergebnisse festhalten. So, als Alternative hätte ich an Lieferanten ausliefern. Das ist, wie schon gesagt, die Handelsware. Das Produkt kommt zu uns, der Kunde schickt es zu uns zurück und wir schicken es dann direkt an unseren Lieferanten. Und dann könnten wir auch hier hinten den Lieferanten auswählen und die Rücklieferungsadresse. So, dann gibt es noch die Direktlieferung an den Lieferanten. Die zeigt das Szenario, was ich auch vorhin schon mal angesprochen habe, dass unser Kunde etwas zu unserem Lieferanten schickt. Das heißt, mit unserem Lager hat das an der Stelle gar nichts mehr zu tun. Es kommt nicht zu uns, es findet bei uns keine Inspektion statt. Deswegen ist auch hier diese Möglichkeit ausgegraut, dass ich sagen kann, Produkt erhalten, denn ich werde das Produkt gar nicht sehen. Ja, dann gibt es die Möglichkeit einer Inspektion beim Kunden. Auch das kann vorkommen, vor allem bei größerer Ware, dass man sagen kann, okay, man schickt einen Mitarbeiter dahin und der inspiziert es beim Kunden vor Ort.
Ja, als Alternative ist noch, Produkt verbleibt beim Kunden. Das kann häufig der Fall sein, wenn es sich um Kleinartikel handelt oder auch wenn das Produkt so beschädigt ist, dass wir sagen, okay, der Kunde kann nichts mehr damit anfangen, wir können nichts mehr damit anfangen, sehen müssen wir es auch nicht. Beispielsweise, wenn der Kunde uns ein Bild von etwas geschickt hat, was zerbrochen ist, dann muss er das ja nicht zurückschicken. Wir bleiben jetzt aber mal bei unserem Beispiel bei Eingang und Werk für beide Positionen und werden diesen Auftrag abspeichern. Hier unten kann man noch die Anlagen hinzufügen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und hier sieht man den Prozessablauf. Wir sehen hier unseren Terminauftrag, auf den das Ganze beruht, unsere beschleunigte Retour, die wir gerade angelegt haben. Und hier sieht man auch schon die geplante Lieferung, die ist für heute geplant. Ja, wenn ich jetzt hier auf Sichern und Freigeben klicke, dann gebe ich den Retourenauftrag auch direkt frei. Aber hier zum Beispiel gesagt, man kann auch mit Freigabestrategien arbeiten und mit Workflows, sodass beispielsweise eine Person den Kundenauftrag anlegt oder den Retourenauftrag und eine andere gibt den erst frei. Jetzt ist es in dem Fall so, unser User hat genug Berechtigung und darf beides, deswegen werden wir den Auftrag direkt sichern und freigeben. So, und wenn wir das jetzt machen, ist die Kundenretoure erfolgreich aktualisiert. Ich gehe damit mal zurück zur Präsentation. So, der Retourenauftrag ist angelegt, das heißt, der erste Schritt in unserem Prozess, der ist getan. Als nächstes wird jetzt automatisch vom System die Anlieferung angelegt. Wir haben ja vorhin die Folgeaktion Eingang in Werk ausgewählt und deswegen gehen wir davon aus, die Ware wird zurückkommen, das System legt die Anlieferung an. Ja, der nächste Schritt ist jetzt, dass die Retoure bei uns im Lager eintrifft. Also wirklich physisch erhalten wir das Paket und die Retoure trifft bei uns ein. Um diesen Schritt im SAP-System abzuwickeln, buchen wir den Wareneingang bzw. kommissionieren die Ware. Das Ganze erfolgt laut der Best-Practice-Lösung durch den Versandsachbearbeiter. Hierfür gibt es die Fiori-App Auslieferung verwalten. Jetzt muss ich kurz sagen, es ist ja keine Auslieferung, es ist eine Anlieferung in dem Fall, aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass das Ganze eine Rückabwicklung des Prozesses ist, den wir für den Warenausgang haben. Dementsprechend werden auch die gleichen Apps benutzt für den Warenausgang und deswegen haben wir hier die App Auslieferung verwalten, obwohl wir damit eine Anlieferung buchen. Ja, das Ganze ist auch als mobile Lösung möglich, dadurch, dass wir hier mit Fiori-Apps arbeiten. Das heißt, der Mitarbeiter kann das auch genauso gut mit seinem Smartphone oder mit dem Tablet abwickeln. Und vor allem für den Wareneingang ist das sehr spannend, weil dann keiner mehr zurück an den Arbeitsplatz laufen muss, sondern einfach mit seinem Gerät und mit dem SAP-System dort hingeht und das direkt vor Ort buchen kann. So, jetzt, wenn wir den Wareneingang buchen werden, dann wird das Ganze in den gesperrten Bestand gebucht. Das heißt, wir haben extra Bestand für die Retouren, wo das eingebucht wird. Das ist auch wichtig, denn es ist ja so, wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt noch keine Materialinspektion durchgeführt. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob das Produkt defekt ist oder nicht. Und dementsprechend dürfte es auch auf keinen Fall in den freien Bestand gehen, sodass das wieder mit einem Auftrag rausgehen könnte oder dass das im MRP-Planungslauf berücksichtigt wird. Daher der gesperrte Bestand. Ja, das Ganze werde ich jetzt auch einmal im System zeigen, mit der App Auslieferung verwalten. Das hier ist die App, das ist unser Einstieg. Es ist wie die bisherigen Apps, die wir gesehen haben, auch. Hier oben haben wir Filter und dann haben wir in dem Fall hier unsere Lieferung. Jetzt müssen wir natürlich wissen, welche Lieferung gehört zu unserer Retour. Deswegen gehe ich hier einmal zurück und lasse mir den Retourenauftrag anzeigen. Ich habe es vorhin schon mal gezeigt, die Prozessübersicht, unser Prozessablauf. Hier ist unsere Retourenanlieferung genannt. Das kopiere ich mir jetzt einmal. So, und aktualisiere das mal. Wir sehen jetzt hier schon, das ist die mit der 96 am Ende. Und wenn ich jetzt hier einfach auf Kommissionieren klicke, dann kann ich die ganze Lieferung, die Anlieferung, auch wenn hier Auslieferung steht, kann ich die kommissionieren. Dafür lege ich einmal ein Wareneingangsdatum fest. Dann nehme ich mal den heutigen Tag. Und kann jetzt hier festhalten, wie viel tatsächlich zurückgekommen ist. Wir haben ja bisher nur die Information vom Kunden, dass er von diesem Material hier 10 Stück zurückschicken wollte und von dem unteren 1. Und jetzt prüft der Mitarbeiter im Wareneingang, ob tatsächlich diese Menge auch zurückgekommen ist. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das ist so. Wir haben hier von 10 Stück erhalten und von dem unteren 1. Und markieren beide Positionen und können damit die Kommissioniermenge übernehmen. So, die Kommissionierung ist damit abgeschlossen und jetzt können wir auch einfach den Wareneingang buchen. Dann klicke ich einfach hier.
Genau, und habe an der Stelle den Wareneingang gebucht. So, damit können wir auch schon zum nächsten Prozessschritt übergehen, nämlich zu der Materialprüfung. Es ist so, das Produkt ist ja jetzt bei uns, es ist auch im gesperrten Bestand und jetzt können wir zum nächsten Schritt übergehen und das Ganze prüfen. Das Ganze erfolgt auch durch den Eingangssachbearbeiter und der nutzt die Fiori-App Inspektionsergebnisse erfassen aus dem Lager. Jetzt muss man hierzu sagen, das ist keine echte Fiori-App, das ist eine Transaktion. Ich habe die hier in Klammern nochmal dahinter geschrieben. Das ist eigentlich von der SAPGUI eine Transaktion, die jetzt einfach in Fiori als SAPGUI für HTML-App dargestellt wird. Das Ganze ist natürlich als mobile Lösung möglich, macht in dem Fall ja auch generell Sinn. Allerdings ist die Darstellung nicht optimal, da das eben keine optimierte Fiori-App ist. Ich werde das jetzt aber gleich nochmal zeigen, dann wird man auch ein Gefühl dafür bekommen, wo so die Unterschiede liegen. Und jetzt bei der Materialprüfung ist es so, dass ein Inspektionsschlüssel zur Erfassung des Zustandes ausgewählt wird und eine Folgeaktion, eben das, was wir vorhin auch schon gesehen haben, das, was als nächstes mit unserer Ware passiert, ist dann auch auswählbar. Genau, das Ganze zeige ich jetzt auch mal im System. Wir sehen hier schon die App, wo wir ein großes Auswahlkästchen haben. Also ich glaube, ich muss mich einmal neu anmelden. Inspektionsergebnisse aus dem Lager war das. So, jetzt sind wir wieder bei unserem Fenster und können auch die Lieferung auswählen. Ich hatte die Lieferung von gerade noch kopiert, trage die also hier einfach ein und klicke dann auf Ausführen. Wir sehen, wir könnten auch nach der Kundenretoure filtern. Jetzt haben wir hier aber unsere Lieferung direkt angegeben. Es wird unterschieden zwischen Kopf- und Positionsdaten. Dadurch, dass wir hier zwei Positionen haben, werde ich direkt mal hier drauf gehen. Wir sehen hier schon unser Material. Das war unsere erste Handelsware, die wir hatten, die TG10. Und wir können auch hier direkt sehen, was der Retourengrund war, den der Kunde uns angegeben hat. Das heißt, der Kunde hat uns gesagt, das Produkt ist defekt. So, jetzt prüft der Mitarbeiter das und kann im System direkt erfassen, ob dem wirklich so ist. Jetzt würden wir in unserem Beispiel einfach mal sagen, nee, das Produkt, das ist gar nicht defekt, es wird geprüft und es ist alles in Ordnung. Dann würden wir das auch genauso hier erfassen mit OK. So, und könnten dann hier drunter auch die Folgeaktion wählen. Hier sieht man auch nochmal die Menge, das heißt, wir haben auch tatsächlich die 10 geprüft, die bei uns eingegangen sind. Und als Folgeaktion, dadurch, dass wir sagen, die Ware, die ist in Ordnung, wählen wir jetzt aus, einen frei verfügbaren Bestand übernehmen. Wir können jetzt hier mal die anderen Folgeaktionen noch sehen, zum Beispiel in ein anderes Werk ausliefern, an den Lieferanten ausliefern, Übernahme in Ausschuss, falls es jetzt defekt wäre. Wir können nochmal einen anderen Bestand angeben, hier in dem Fall, oder an den Kunden zurückschicken, beispielsweise wenn wir jetzt die Rückerstattung ablehnen und der Kunde das zurückhaben möchte. Dann könnten wir eine Mengenkorrektur an dieser Stelle auch nochmal vornehmen, oder keine weiteren Aktivitäten. Das wäre vor allem dann wichtig, wenn wir jetzt auf eine Rückmeldung vom Kunden warten müssten, was mit dem Produkt passieren soll. So, in dem Fall sagen wir jetzt aber einen frei verfügbaren Bestand übernehmen. Dann wird es auch im nächsten Schritt direkt vom SAP-System umgebucht. So, jetzt kann ich hier unten einmal noch zeigen, wir könnten auch von hier aus direkt eine Ersatzlieferung veranlassen an den Kunden oder auch die Rückerstattung. Das heißt, wir können hier die Gutschriftsanforderung auch direkt freigeben. Weil ich jetzt an dieser Stelle nicht allzu tief darauf eingehen werde, da üblicherweise die Mitarbeiter, die im Versand sind, keine Rückerstattung freigeben werden oder die Ersatzlieferung veranlassen. So, um das Ganze jetzt für das zweite Material zu machen, mache ich hier einen Doppelklick auf die Zeile und kann jetzt auch hier wieder den Inspektionsschlüssel wählen. Wir sehen hier den Retourengrund, das Produkt ist beschädigt. Und wir nehmen jetzt einfach mal an, unser Mitarbeiter, der kommt zu dem Schluss, ja, es ist tatsächlich beschädigt. Das heißt, er gibt auch hier einen Inspektionsschlüssel an, ist nicht okay, die Ware. So, jetzt nehmen wir aber mal an, unser Mitarbeiter kommt zu dem Schluss, nee, so ist das niemals bei uns rausgegangen, die Beschädigung, die ist durch den Kunden verursacht worden. Dann könnte er hier auch direkt im Kommentarfeld eingeben, Beschädigung durch Kunden. Dann müsste auch der nächste Mitarbeiter direkt, okay, das wird Einfluss auf die Rückerstattung nehmen. Jetzt können wir auch hier die Folgeaktion auswählen. Und wir nehmen jetzt für diesen Fall einfach mal an, es wurde im Vorhinein mit dem Kunden abgeklärt, wenn es beschädigt ist und nicht zurückgenommen wird, dann sollen wir das direkt verschrotten. Deswegen sagen wir Übernahme in Ausschuss.
So, dann wären wir an dieser Stelle auch schon durch mit der Erfassung der Inspektionsergebnisse und können die an dieser Stelle sichern. So, wir sind jetzt hier. Die Meldung Inspektion für diese Lieferung ist gesichert. So, das heißt, die Materialprüfung, die ist abgeschlossen und im nächsten Schritt geht es dann darum, die Rückerstattung zu ermitteln. Das heißt, ein Mitarbeiter untersucht, also guckt sich die Inspektionsergebnisse an und entscheidet dann, was passiert jetzt als nächstes, wie viel wird rückerstattet, wird überhaupt rückerstattet. Und das macht eben auch ein Sachbearbeiter für Retouren und Rückerstattung laut der Best-Practice-Lösung. Und das Ganze geschieht durch die Fiori-App Kundenretouren verwalten, die wir auch schon vom Anfang kennen. Und dort können dann gegebenenfalls die Rückerstattungsdetails, die wir zu Beginn festgelegt haben, geändert werden. So, dafür gehe ich jetzt einmal zurück in unsere App Kundenretouren verwalten. So, wir sehen die Retoure, die ist schon ausgewählt, die wir angelegt haben. Und die müssen wir auch anklicken, um dann hier sagen zu können, Rückerstattung ermitteln. So, wir haben jetzt hier unsere beiden Positionen. Und können jetzt hier nochmal die Menge sehen, die rückerstattet werden kann. Also in dem Fall 10 und hier 1. Wir sehen hier unseren Rückerstattungsfortschritt, sind 0%, was auch absolut richtig ist, denn wir haben ja bisher keine Rückerstattung gemacht. So, jetzt ist es so, dass wir hier nochmal die Menge bestätigen, also 10 und 1. Und hier können wir dann nochmal die Rückerstattungsdetails verändern. Wir erinnern uns, bei dem einen haben wir gesagt, okay, das Produkt, das war trotzdem in Ordnung, also das war in Ordnung, obwohl der Kunde angegeben hat, es war defekt. Das war unser erstes Produkt, deswegen machen wir da eine 100%ige Rückerstattung. Bei dem anderen Produkt war es so, dass unser Mitarbeiter zu dem Schluss gekommen ist, dass die Beschädigung durch den Kunden verursacht wurde und deswegen werden wir nicht rückerstatten. Wir können hier wählen zwischen Gutschrift, Ersatzprodukt, das heißt, wir können auch an dieser Stelle nochmal eine Ersatzlieferung veranlassen oder keine Rückerstattung, was jetzt bei uns der Fall wäre. Dann müssen wir dem System noch einen Absagegrund geben. In dem Fall ist es beschädigt durch Kunden und bestätigen das. Wir könnten aber auch hier an der Stelle zum Beispiel die Prozentzahl der Rückerstattung ändern. Das heißt, man könnte auch nur 50% rückerstatten an den Kunden. So, wenn wir jetzt hier alles geprüft haben, dann können wir beide Positionen markieren und sagen, ausgewählte Positionen freigeben. So, Rückerstattung wurde erfolgreich angelegt. Das bedeutet für uns, es wird eine Gutschriftsanforderung im System angelegt. Wir sehen hier die beiden abgeschlossenen Positionen, nochmal mit den Details und auch mit der Menge. Genau, dadurch, dass wir die Rückerstattung ermittelt haben, das Ganze bestätigt haben, dieser Schritt abgeschlossen und vom System wurde im Hintergrund automatisch eine Gutschriftsanforderung erzeugt. Diese nutzen wir jetzt, um dazu die Gutschrift zu erzeugen. Das ist unser letzter Schritt im Prozess und dieser erfolgt ebenfalls durch den Sachbearbeiter für Retouren und Rückerstattung. Das Ganze erfolgt durch die App Fiori App Fakturen anlegen und als Fakturaart wählen wir die Gutschrift G2. So, hier Fakturen anlegen. Wir sehen, auch diese App ist so aufgebaut, dass wir hier filtern können und hier haben wir jetzt die Vertriebsbelege, zu denen wir rein theoretisch auch eine Faktura anlegen können, beziehungsweise in unserem Fall eine Gutschrift. Und wir machen das Ganze zu der Gutschriftsanforderung, die vom System angelegt wurde. Und um zu wissen, welche Gutschriftsanforderungen jetzt hier angelegt wurden, gehe ich noch einmal zurück und schaue mir den Retourenbeleg an. Wir haben vorhin auch schon mal die Prozessübersicht gezeigt. Ich muss einmal aktualisieren. Dann wird auch diese Übersicht aktualisiert. Und wir sehen dann auch alle Belege, die jetzt in der Zwischenzeit angelegt wurden vom System. Die könnten wir auch an dieser Stelle abspringen. Genau, wir sehen hier immer noch unseren Terminauftrag, unsere beschleunigte Retoure, unsere Anlieferung, unsere Inspektionsbelege. Und hier ist dann automatisch vom System angelegt worden unsere Gutschriftsanforderung. Wir sehen jetzt zwei Stück für jede Position, einmal mit der 229 am Ende und einmal mit der 230. Und hier sehen wir auch schon unsere geplante Rechnung. Das heißt, ich gehe jetzt hier einmal rein und aktualisiere das Ganze und jetzt hier oben sind auch schon unsere beiden Gutschriftsanforderungen. Ich wähle jetzt beide aus, da wir für beide Gutschriftsanforderungen eine Gutschrift an den Kunden stellen wollen. Ich sage dann hier Fakturen anlegen, Fakturaart, ich habe es schon gesagt, G2. Die Gutschrift und als Fakturadatum wähle ich das heutige Datum aus.
Selbst bestätige ich, komme jetzt hier nochmal in eine Übersicht, kann mir das Ganze nochmal anschauen und sehe jetzt auch hier, bei unserer ersten Position werden 32,11 Euro erstattet. Das heißt, da gab es eine volle Erstattung und hier werden 0 Euro erstattet. Wir erinnern uns, weil wir gesagt haben, der Kunde hat das verschuldet, der erhält von uns keine Rückerstattung. Genau, jetzt werde ich das Ganze sichern und damit ist auch die Gutschrift dann schon abgeschlossen, Faktura ist gesichert und der Kunde erhält von uns eine Rückerstattung. Ja, damit wäre unser Beispielprozess beendet. Wir haben jetzt einmal von vorne bis hinten die Retourenabwicklung durchgeführt. Und jetzt würde ich nochmal eine kleine Übersicht geben von der Anlage von den Belegen. Also wir haben jetzt vorhin von hier links oben bis rechts unten so durchgebucht. Aber ich habe ja schon gesagt, man muss flexibel reagieren können und deswegen wollte ich noch einmal darstellen, welche Belege an welchen Stellen des Prozesses auch erzeugt werden können. Das heißt, bei der Anlage des Retourenauftrags hätten wir auch direkt hierunter die Gutschriftsanforderungen erstellen können. Wir hätten auch direkt die Gutschrift erstellen können oder eine Lieferantenretoure oder eine Ersatzlieferung. Das Gleiche hätten wir aber auch noch bei der Erfassung der Inspektionsergebnisse machen können. Genau, jetzt einfach nur, um mal zu zeigen, dass wir an jeder Stelle des Prozesses auch flexibel auf den Kunden reagieren können und da dann die entsprechenden Folgeaktionen auch auswählen können. So, kommen wir zu den Grenzen von Fiori im Standard. Ich habe es zu Beginn des Prozesses schon mal gesagt, dass in SAP GUI teilweise noch mehr Sachen möglich sind als jetzt bei der Abwicklung über Fiori. Und es ist auch tatsächlich so, wir haben es gesehen, für die Materialinspektion gab es nur die SAP GUI for HTML-App, also keine echte Fiori-App, was natürlich auch deswegen schade ist, weil wir keinen einheitlichen Prozess haben, beziehungsweise keine einheitliche Abwicklung für den User. Und wenn wir jetzt eine Kundenretoure ohne Bezug anlegen wollen, wir haben es jetzt gesehen, wir hatten einen Terminauftrag, zu dem wir die Retoure angelegt haben, hätten wir den jetzt nicht gehabt, dann hätten wir das auch nicht über diese App abwickeln können. Dann hätten wir die VA01 nutzen müssen, die wir natürlich auch in Fiori abrufen können, aber dann haben wir auch keine echte Fiori-App. Ja, dann gibt es noch keine Möglichkeit, Materialien einzufügen in den Retourenauftrag, die nicht im Referenzbeleg vorhanden sind. Das heißt, der Kunde, der hatte mal einen Auftrag bei uns und da waren bestimmte Materialien drin und er schickt jetzt aber genau die und noch die Materialien, die er aus einem vorherigen Auftrag hatte, beide zurück. Dann können wir nicht für diese beiden einen Auftrag, einen Retourenauftrag anlegen, sondern müssen zwei anlegen, wenn wir denn die Fiori-App nutzen. In SAP GUI bzw. über die VA01 würde das aber wiederum gehen. Ja, dann ist das Customizing nur eingeschränkt möglich. Wir können in der SAP GUI den Bildaufbau ziemlich flexibel gestalten. Wir können auch in Fiori begrenzt den Bildaufbau gestalten, aber nicht so umfangreich wie in der SAP GUI. Und Vorschlagswerte und Folgeaktionen können auch in der SAP GUI ja, umfangreicher gecustomized werden. Ja, kommen wir zum Thema Prozessoptimierung durch Abwicklung über die erweiterte Retourenabwicklung im SAP-System. Erstmal ist es so, wenn wir die erweiterte Retourenabwicklung nutzen, dann können wir die realen Prozessschritte auch tatsächlich im System abbilden. Das heißt, es läuft nichts am System vorbei und dadurch kann auch die Fehlerquote verringert werden. Dadurch, dass wir zum Beispiel die Materialien immer vorgegeben haben. Wir sehen die Mengen aus dem Referenzbeleg und können auch diese Mengen dann genau eintragen. Ja, verringert sich da schon mal die Fehlerquote. Und dann gibt es natürlich weitreichende Überwachungsmöglichkeiten, dadurch, dass wir auch immer sehen können, wo unsere Ware gerade ist, an welchem Prozessschritt wir sind, bieten sich dadurch natürlich viele Möglichkeiten. Ja, diese Auswertungen, die wir dann aufgrund unserer guten Datenlage fahren können, die ist auch hilfreich für die Verbesserung des Order-to-Cash-Prozesses und auch hilfreich zur Verbesserung der Produkte, da wir ja ganz genau sehen können, welche Sachen retourniert werden, besonders häufig. Wir können auch beispielsweise nach Standorten filtern und schauen dann, wo tatsächlich die Ursache für die Retouren liegt. Ja, dann besteht die Möglichkeit zur Verkürzung der Abwicklung durch Digitalisierung und Automatisierung. Wir haben hier alles im System, also digital, und wir können viele Prozessschritte automatisieren. Beispielsweise könnten wir auch die Erstellung der Gutschrift vollautomatisch gestalten. Es müsste nicht jemand noch drüber gucken. Und dann können auch die Prozessschritte im SAP-System verkürzt werden durch die Abwicklung über die Fiori-Apps. Wenn jetzt beispielsweise jemand vorher die SAP GUI genutzt hat für die Retourenabwicklung und jetzt auf Fiori umsteigt, dann wird sich dadurch auch eine signifikante Verbesserung ergeben. Dadurch, dass die Apps, wir haben es gesehen, ziemlich intuitiv bedienbar sind,
Es sind sehr, sehr wenige Klicks nötig, vor allem im Vergleich zu Sapui. Da müssen wir ziemlich viel eintragen und ziemlich viel klicken. Und wir werden da wirklich durchgeführt. Das heißt, da besteht auf jeden Fall ein Sparpotenzial. Ja, jetzt kommen wir zum Schluss noch zu den Auswertungsmöglichkeiten. Ich habe es gerade schon mal angesprochen. Wir haben eine gute Datenlage, wenn wir das von vorne bis hinten im SAP-System abwickeln. Und diese wollen wir natürlich auch nutzen. Dafür werde ich mal eine Fiori-App gleich zeigen. Es gibt grundsätzlich für die Kundenretouren zwei Fiori-Apps zur Auswertung. Das eine ist die flexible Analyse. Da können wir wirklich ganz flexibel uns Kennzahlen anzeigen lassen und Auswertungen erstellen. Und dann gibt es die App Retourenquote, die werde ich gleich zeigen. Da können wir uns auch schon ziemlich viele Daten anzeigen lassen auf Grundlage unserer Retouren, die wir angelegt haben im System. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit der Nutzung der SAC, also der SAP Analytics Cloud. Das ist nochmal separat, aber da können wir wirklich ganz weitreichende Auswertungen machen zum Thema Retouren. Wir können uns da Dashboards für die Mitarbeiter erstellen und wirklich ganz weitreichende Dinge uns anschauen. Und dann möchte ich nicht unerwähnt lassen, wir können natürlich auch immer noch Queries benutzen und darüber Auswertungen machen. Jetzt werde ich noch einmal abschließend die Fiori-App zeigen zu der Auswertung. Das ist hier die App Kundenretouren, Retourenquote. Wir sehen jetzt hier schon, wir können einmal filtern, wonach die Retourenquote angezeigt werden soll. In dem Fall ist es nach Monat. Weil ich jetzt kurz sagen muss, es handelt sich ja hier um ein Testsystem. Wir haben jetzt hier nicht so wahnsinnig viele Belege drin, vor allem Retourenbelege. Wenn wir das Ganze jetzt in einem Kundensystem machen würden, dann hätten wir hier ziemlich viele Daten und könnten auch ziemlich viele Auswertungen machen. Das ist jetzt an dieser Stelle ein bisschen begrenzt möglich. Ich würde jetzt hier einmal zeigen, wonach man überall filtern kann, also wonach man sich die Retourenquote anzeigen lassen kann, beispielsweise Verkaufsorganisation, Vertriebsweg, Sparte, Kundengruppe und so weiter. Ich werde jetzt hier als Beispiel mal die Verkaufsorganisation zeigen. Das heißt, wir sehen dann hier unsere beiden Verkaufsorganisationen, die unser Demo-Unternehmen in dem Fall hat und wie die Retourenquote sind. Jetzt können wir hier beispielsweise sehen, dass von dieser Verkaufsorganisation die Retourenquote viel, viel höher ist, über 28%, als bei dieser hier. Jetzt gibt es auch die Möglichkeit, sich die Darstellung anzupassen. Wir können hier uns die Darstellungsform, also den Diagrammtypen, verändern. Beispielsweise zu einem Kreisdiagramm oder wenn die Auswertungen komplexer werden, dann auch Stapel-Balkendiagramme zum Beispiel. Jetzt können wir hier auch noch andere Faktoren hinzufügen. Wir können beispielsweise filtern oder wir können uns weitere Sachen mit dazu anzeigen lassen. Wir sehen hier jetzt schon einige Sachen. Ich würde die Produktgruppe nochmal mit dazu nehmen. Hier kann ich noch auswählen, ob ich das als Kategorie nehme. Ich könnte es auch als eigene Dimension auswählen. So, und dann würde mir in diese Auswertung dazu noch angezeigt werden, die Produktgruppe. In dem Fall haben wir jetzt in dieser Verkaufsorganisation nur eine. Und hier sehen wir aber unsere Retourenquote aufgesplittet in die Produktgruppen. Genau. Ja, damit wäre ich auch schon am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an der Stelle nochmal an den Dirk Schneider. Ja, liebe Caro, erstmal vielen, vielen Dank für den wirklich informativen und sehr umfangreichen Vortrag und würde sagen, einen schönen Sommer für alle, bis halt dann, würde ich sagen, so im August zum nächsten Webinar bei der BTech AG. Einen schönen Tag noch.